Wartet mal. Bin ich eigentlich blöd? Ich kann doch einfach hopp, den hier machen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask HD. Wir sind hier immer noch im Peak Hibernia Tempel. Und ich will ja nicht sagen, dass ich mir hier gerade so ein bisschen meine Ausrichtung vermisst habe. Und deswegen jetzt sogar nochmal kurz raus und nochmal reingehe. Nur um sicher zu gehen. Aber ich werde das machen. So, weil es steht da nämlich gerade. Es steht da nämlich gerade und ich kann sauber hier rüber. Also bis auf den Ton sauber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt muss ich nur kurz checken. Da brauche ich nichts, da brauche ich auch nichts. Was sagt denn die Karte? Was sagt denn die Karte? Nach links wäre besser, wenn ich nach links schwebe, glaube ich. Das ist links. Okay, dann machen wir das mal. Machen wir das mal. Deku? Deku. Deku. So. Wirp, wirp. So. Ja, da können wir im Zweifelsfall dann auch ein Stückel runterfallen und... Oh mein Gott. Oh Gott! Die Mana ist es mir jetzt wert! So! Es sind nämlich zwei verirrte Feen. Jetzt haben wir 11. Haben wir sonst noch was übersehen? Nö. Ah, dass die auch gleich auf einen losgestürmt kommen, wie so bekloppt. Ihr seid doch keine Bossgegner. Meine Güte. Oh. Wir müssen nochmal ziemlich weit nach unten. Ich hab da... Mir fällt gerade ein, ich hab da was übersehen. Beziehungsweise vergessen. Und... Oh mein Gott! Macht mir das was, wenn du mich jetzt so triffst? Meine Güte! Was wollt ihr? Wo sind sie denn? Da ist noch einer. So. Nervviecher. Ich glaube, das, wo ich meinte, ich habe da unten, glaube ich, was vergessen. Das dürfte auch noch eine Fee sein. Apropos Fee. Das sieht verdächtig aus. Will nicht sagen mächtig verdächtig. Ja. Mächtig verdächtig. Und ich habe leider keinen Schlüssel. Ich habe leider keinen Schlüssel. Das heißt, ich muss jetzt sowieso nochmal runter. Beziehungsweise rauf. Mist. Das ist natürlich nicht so cool. Das Gute ist, ich kann die beiden jetzt hier einfach ignorieren. Tschüssi! Wartet mal. Bin ich eigentlich blöd? Ich kann doch einfach... Hopp. Den hier machen.
dann hier einfach so weiterrollen, ja. Den ersten sollte man zerschlagen, weil man kann ja leicht abrutschen, ne? Moment. Moment. Nein, 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 nein. Aber nur einen Fallschaden. Sehr schön. Die Dinger markieren so ein bisschen, wie wo ich wieder hochkomme. Das ist gut. Moment mal. War da nicht noch diese Tür gegenüber, die ich noch auschecken wollte? Wo ich sagte, das bringt mir derzeit nichts, weil ich die Feuerpfeile noch nicht habe, die ich damals noch nicht ab... oder... Was heißt damals? Die ich da noch nicht angesprochen hatte, weil wir sie noch nicht hatten. Jetzt kann es mir was bringen. So. Deku? Aber vorher checken. Okay, hier ist nichts. Aber... Mann, da war doch noch was, da war doch noch was. Hier war unten noch irgendwo irgendwas, was ich noch auschecken wollte. Meine Güte, wo war das denn? Wo war das denn? Wo? Wo, frag ich mich. Irgendwo war hier was, wo ich mit den Feuerpfeilen nochmal auschecken wollte. War das hier? Ja, nee, fast. Fast. Aber auch nur fast. Ich weiß jetzt auch wieder, was es war, was ich suchte. Das Problem ist, ich weiß nicht, auf welchem Stockwerk das war. Hier komme ich jetzt in den Eingang, ja. Dann kann ich von hier rüber gehen. Hier war es. Hier war es. Ja, und hier habe ich nämlich auch noch eine Fee vergessen. Das heißt, es ist gar nicht so blöd, dass wir runtergefallen sind. Seht ihr, man kann immer alles schön, man kann immer aus allem noch schön was machen. Oh. Man kann immer aus allem noch schön was machen. Und bumm. So, aber jetzt haben wir die Feuerpfeile und jetzt können wir ordentlich Feuerpfeilen. Bevor ich jetzt aber mit den Feuerpfeilen rumhantiere, noch weiter rumhantiere. Ja, jetzt dachte ich mir, dass das so ein Puzzle ist. Werde ich vorher mal auschecken, dass ich es mir hier vielleicht leichter mache. Hinauf. So, hinauf. Kann ich darüber springen? Ich kann. Dann mache ich es mir doch wirklich einfacher. Und zwar mit der Kaboom-Maske. Schön, wenn man sie hat. Nein, falsche Taste. Boom. Eine verirrte Fee. Die ist Nummer 13. Damit sind wir auch schon fast durch an verirrten Feen. Ach halt, das brauche ich gar nicht. Jetzt können wir nämlich... ganz gediegen den hier rüber schieben. Kurz mal hup, auftauen. Ich glaube, dafür muss ich auch wieder dick sein. Ich mach's einfach mal. Sicher ist sicher. Dann erscheint da noch eine Truhe. Sehr schön. Ah, Leute, wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran. Ich hoffe nur, dass ich das echt noch hinkriege.
Wo, also das, wo ich gemeint habe, ich mache jetzt einen auf Lux like Link, meine ich, ne? Das hoffe ich, dass ich das jetzt noch gut hinkriege. Weil wir haben jetzt auch schon wieder 8 Uhr am zweiten Tag. Es gibt noch was, was ich am zweiten Tag unbedingt dann noch schaffen muss. Nach dem Tempel. Vierte Fee, die ist Nummer 14. Die vierten Feen werde ich nicht direkt abgeben, weil damit kann ich mir so ein bisschen... Oder werde ich... Doch, ich soll sie ja eigentlich direkt abgeben. Ich soll sie ja eigentlich schon direkt abgeben. Weiß gerade nur nochmal, ich konnte mir nie so genau merken, wo die einzelnen Stellen für die Feen-Dinger sind, für die großen Feenquellen. Aber ich glaube, wir haben es jetzt sogar gleich schon durch. Wir haben es jetzt, glaube ich, gleich schon durch. Von hier aus müsste ich hochkommen. Hinauf. Ja. Danke, Link. Und hier haben wir ja vorgearbeitet. So. Alles klar. Damit habe ich nicht gerechnet, aber halb so wild. Du hast alle vierten Feen gefunden. Jetzt musst du nur noch den Turm hochklettern. Alles klar, danke, mach mal. Wir haben jetzt circa 11 Minuten. Das heißt, ich werde euch höchstwahrscheinlich den Boss hier noch schön reinpacken. Wobei, soll ich die jetzt schon zurückbringen? Ey, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich die jetzt schon zurückbringen würde. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Weil für den Boss kann es mir helfen. Die Belohnung. Für den Boss kann es mir hier sehr helfen, auch wenn ich dann den Weg nochmal zum Pikibernium machen muss. Aber ich glaube, das mache ich. Leute, das ist... Es ist gar nicht so dumm, wenn ich das jetzt machen würde. Es ist gar nicht so dumm. Und wir haben ja auch schon einige Abkürzungen hier im Pikibernium, ja? Ach nee, ich mach's nicht. Ich muss dann den ganzen Weg auch nochmal hochrollen. Nee, dann mache ich den Bus ohne. Dann war das hier ist dumm. Moment. Jetzt ist nur die Frage, wie kam ich noch gleich hoch? Wie kam ich hier noch gleich hoch? Ich weiß wieder. Ich bin einen dummen Weg gegangen. Weil hier war schon genau richtig. Nur, dass ich jetzt hier dämlicherweise wieder rüber muss. Aber gut, ich denke, dass wir das hinkriegen. So. Halb so wild. Ja, wir müssen ja jetzt alles wieder hoch, um zum Boss zu kommen. Wir müssen ja jetzt alles wieder hoch, um zum Boss zu kommen. So. Einmal und zweimal. Sogar genau ins Auge diesmal. So. Ich mach mir das Leben einfach für dieses Mal. Auch wenn ich dann ein bisschen klettern muss. Halb so wild. Ach ja. Hier gibt es echt schon böse Feen drin. Gerade die in der Wand da, die man gerade auch nochmal gesehen hat, die Wand im Hintergrund. Die finde ich schon gemein. Ich habe mich da halt meistens hier irgendwie, glaube ich, von hier aus mit einer gewissen Maske runtergestürzt. Die wir noch nicht haben. Die wir uns aber vielleicht in diesem One holen werden. Die nicht schwer zu holen ist. Also, was heißt in diesem One? In diesem Zeitzyklus. Wenn es hinkommt. Wenn es hinhaut. Wenn es hinhaut. Aber jetzt wollen wir erstmal zum Boss. 14 Minuten? Ja, komm. Dieser Schlüssel passt hier nicht. Wait. Ach, da drüben. Ja, aber den kriegen wir jetzt. Das ist ja kein Ding. Leute, das ist kein Ding. Ich werde den Teufel tun und da so runterjumpen, auch wenn es vielleicht möglich wäre. Nein, ich werde da schön rüberfliegen.
dann wieder den Schattentrick Trick nutzen. Weil wir haben einen richtigen Schatten. Dann funktioniert es. Och, nicht du schon wieder. Da 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 da. Typ, der will es echt ein bisschen. Der fühlt sich cool, ist aber nicht. Der fühlt sich cool, oh Mann. Und? Halt, da drüben. So, wo jetzt? Hier links. Aber ich glaube, jetzt macht das eine Doppelgänger, ne? Ja. Der ist ein Witz. Aber auch hier ist es einfacher im Remake. Da man da einfach besser zielen kann. Da hinten. Durch die Bewegungssteuerung. Viele mögen sie nicht. Ich bin Fan von. Ich hole mir mal kurz Pfeile. Hier werden höchstwahrscheinlich Pfeile drin sein, weil man die für den Kampf braucht. Nein? Na also, geht doch. 21 Pfeile sind okay. Da kamen wir wohl her. Dann müssen wir wohl hier entlang. Da-da-dam, da-da-dam. Du hast den Masterschlüssel gefunden. Jetzt kannst du die Kammer des Endbosses betreten. Okay, cool. Okay, cool. Cool, cool, cool. Moment mal. Bin ich jetzt blöd, oder? Nein! Ich bin blöd! Also so ein bisschen. Egal, halb so wild. Okay. Da hat wohl mein Handy zwischenzeitlich einen Sprachbefehl triggern verstanden. Von wegen, okay, Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde. Wow. Wow, wow, wow. Aber egal, wir kommen da schon hoch. Ich pack euch den Boss jetzt schon ran, noch ran. Ich hab's euch versprochen, also mache ich das auch. Ne? Weil, muss ja und so, ne? So, jetztle. Wird's richtig dämlich? Puh. Was ist das denn? Da ist wohl jemand ein wenig in Eis eingesperrt. Komm, befreien wir den armen Tropf. Der wird sich sicher freuen, oder? Der wird sich sicher freuen, endlich aus dem Eis rauszukommen. Das war selbst für ihn zu viel. So, hey, wir sind dein Retter, ne? Kriegen wir jetzt was Schönes von dir? Außer schöne Texturen zu sehen. Stählerner Albtraum, gut. Link ist ein Idiot. Diesen Kampf hier müssen wir als Gorone bestreiten. Hinterher! Mann, na Mann. Wir müssen dem Zeug halt ausweichen. Autsch. Aber ich glaube, wir haben ihm, glaube ich, schon gut Schaden gegeben. Ich habe jetzt halt leider keine Feder bei, ich Depp, aber das dürfte schon machbar sein.
Ich habe allgemein nichts zum Heilen dabei. Autsch. Autschi. Sterb. Ich bin ein Idiot. Ich gehe hier einfach tot. Oder hoffentlich eben nicht. Oh, hey, 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 hey. Nicht mit uns. Wow. Was sagt Taya eigentlich zu ihm? Rasch, jag ihm nach. Du musst dich mit deinem ganzen Gewicht auf ihn werfen, um ihn zu stoppen. Oh, jetzt kommen auch noch Zacken darunter. Ach du Schande. Und die halten einen echt gut auf. Wow. Da, da, da. Aber wir fahren einfach mal innen. Oh Gott. Was willst du denn? Gut, dass es nicht getroffen hat. Ich hätte jetzt nicht so gut ausweichen können. Hä, wieso sind jetzt meine Stachel... Oh, kein Mana mehr. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Ich krieg das schon irgendwie hin. Komm schon. Voll auf ihn selber, sehr schön. Okay. Hat er dann langsam mal genug, hoffentlich. Das fände ich recht schön, wenn er langsam mal genug hätte. Komm schon. Oh, jetzt geht er nochmal ab hier. Das soll ihm nichts bringen. Jetzt wirft er sogar Bomben. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Ah, schön. Bumm. Und jemand meine, das war's, Anspielung erkannt? Wenn ja, schreibt's gerne in die Kommentare. Ach je. Sehr schön. Dann hat es ja noch funktioniert, soweit. Soweit, so gut. Das macht mir Mut. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Energieleiste erhöht sich um ein Herz. Außerdem wird deine gesamte Energie wiederhergestellt. Sehr schön. Aber ich würde sagen, dann war es jetzt auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask HD. Bis dann. Macht's gut. Ciao, Leute.